Dann suchen wir den Ausgang. Ich habe mit der Sniper übrigens nichts getroffen. Macht nix. Ich bin ziemlich gut, da drin nicht zu treffen. Ich eigentlich immer rechts stehen. Muni-Probleme? Also zu voll? Nö. Ich hab nur gerade ein bisschen sortiert. Oh, das wird lustig. Das wird dir gefallen. Was zum? Mario Kart oder was? Guck mal, wer da kommt. Sieh mal, nein, das ist der Kollege wieder mit der Kugel. Ja. Oh, lauft! Ja, ich glaube, am Anfang dürfen wir dem nicht zu nahe kommen. Am Anfang müssen wir, glaube ich, rennen. Ich glaube, ich will dem gar nicht zu nahe kommen. Reichst du mit diesem Katze- und Maus-Spiel? Ich mach dich alle, du verdammter Hundesohn! Renn da lang. Sherry, das ist kein Ort für einen Kampf. Oder auch nicht. Sieh sie um. Genau, ziehen wir um. Ich bin den falschen Weg gelaufen. Sogar den spaßigen Teil in diesem Kampf. Mist! Der lässt sich was einfallen. Hier sind auch Kisten, wenn du Munition brauchst. Oh. Oh. Ja, schon viel besser. Ja, nicht so eng. Wow, ich habe ihn zwischen die Beine geschossen. Naja, zwischen die Beine vorbei. Sherry, jetzt! Jake! Auf ihn! Jetzt! Los, prügel ihn! Ich brauche hier Hilfe! Beam das Ding ab! Jetzt kämpfst du mit ihm auf Augenhöhe. Jetzt hat er nämlich keine. Jetzt darfst du dich nämlich mit ihm prügeln. Los! Gib's ihm! Das ist schon besser. Klären wir das mit den Fäusten. Viel Spaß! Mehr hast du nicht auf! Ja, gib sie ihm! Ich komme aber auch zur Unterstützung. Ich unterstütze dich da! Ich helfe ihm!
Attacke! Ah, du musst ihn, glaube ich, ein bisschen weiter. Kriegst du ihn noch ein bisschen weiter nach hinten? Gib ihn! Gib ihn! Jawohl! Nächster Container kommt. Oh, da vorbei. Kriegst du ihn nach hinten oder so? Oder so ist auch gut. Nein! Ja! Leck mich! Nimm das! Hier ist das! Ich hab noch nicht mal so viel unterstützt. Jawohl! Gib ihn! Gib ihn! Oh. Was war passiert? Ich dachte, du hättest den. Ja. Was ist da jetzt schief gelaufen? Hast du einen Quicktime verkackt? Nein. Mehr hast du nicht auf! Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Oh, ich muss erstmal eine vernünftige Bahn bekommen. Du musst ihn nach hinten prügeln oder du musst ihn sogar. Ich helfe ihm. Danke! Ich musste X hämmern, das habe ich gemacht und dann hat er mich auf einmal gepackt und dann bin ich so gelaufen. Der darf den nicht packen, oder wie? Ja, aber ich konnte zum Beispiel nichts machen. Jawohl, ich hab ihn. Jetzt gib ihn. Hey, danke. Du musst die ein bisschen weiter nach hinten prügeln, ne? Bin dabei. Leck mich! Oh, nimm das! Wie ist das? Vielleicht musstest du zum Schluss in das andere drücken oder so. Ja! War doch ein spaßiger Teil, ne? Du musst uns nämlich mal mit den Fäusten kämpfen. Den sind wir los. Sind wir eigentlich in Kapitel 5 schon? Was finden wir von hier? Hä? Sollten wir. Ja. Gut. Er ist endlich tot. Wieder spielen. Wo schließe ich zu dir auf? Du hast auch keine Knarren mehr, ne? Nee. Mach ich aber auch nur noch meinen Elektroschocker. Aber Dori, ich vergesse es auch immer, mich an dem neuen Ort dann zu registrieren, dass ich dort spawne, wenn ich sterbe. Das hier ist eine Art Lager. Ach, guck mal hier. Wir müssen hier Sachen rein und rauskommen. Den musst du aber mit Nahkampf erwischen. Hast du kaputt getreten? Ja. Mm-hmm.
Ja, wollen wir mal. Boah, Alter, ist das schnell. Gibt es hier eine Bremse? Wow, ist das schnell? Nein, ich glaube nicht. Und es gibt kein verdammtes Steuer. Ach komm. Gott verdammt. Wie wird man denn bloß los? Na los. Mit einer Atombombe vielleicht. Verschwinde endlich. Jake, los, weiter. Wer rockt schneller? Gute Idee! Machen wir sie los! Los! Und... Ist das Arschloch! Ja, und Schiss am Arsch. Aber Kontrollpunkt. Da ist noch was. Wir haben so viel Munition für unsere Waffen und wir brauchen sie nicht, weil wir sie gerade nicht haben. Wir haben keine Waffen mehr. Was ist das? Das bringt doch nichts! Und noch was, du Scheißhaufen! Er will uns verarschen. Oh ja. Oh, das diese Flammen. Tut im Auge weh. Oh, jetzt hat er uns eingeholt. Unsere Waffe. Hier, eine Waffe. Na, worauf wartest du noch? Mich hab's du? Komm, stirb doch einfach. Guck mal, er ist unser Treibstoff. Was ich ja schade finde, die Lore von Charakteren endet einfach, wenn sie gar nicht mehr vorkommen. Irgendwie schon, ja. Die erfinden nicht irgendwas noch dazu oder so. Das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Zum Beispiel, Chris ist ewiger Single. Man könnte ja auch mal seine Kinder oder so, ihr könnt ja auch mal Kinder kriegen, die in die BSA kommen. Warum? Das wäre zu einfach. Hm. Oder dass aus Sherry und Jake vielleicht was wird und die vielleicht ne, hinterher, ja. Und die gehen wahrscheinlich hier nach sowieso auch wieder getrennte Wege. Ja. Hm. Claire zum Beispiel erwähnt in einem der Resi-Filme, also in D-Generation war das, dass sie einen Freund hat. Aber in Revelation 2 scheint es auf diesen einen Typen da zu stehen.
Da ist wieder Single. Ja, die Resident Evil Lore sind ein bisschen besonders. Aber in Resident Evil 3 haben sie sich mal die Mühe gegeben, für jeden Charakter, der bis dahin vorkam, so ein Bild und was er gerade macht, reinzubringen. Das weiß ich noch. Da musste man 9-mal durchspielen, damit man alle Bilder bekommt. Oha. Da hatte man sogar dann offiziell, dass Ada noch lebt, weil man hat es ja eigentlich vermutet, weil sie einen Raketenwerfer runterschmeißt. Im zweiten Teil noch. Ja, jetzt fehlt nur noch der Ada-Teil, ne? Wollen wir den jetzt auch noch starten? Können wir mal. Der könnte nur ein bisschen anstrengend sein. Okay. Ich glaube, das ist der schwerste und nervigste Part. Welchen Teil fandest du bis jetzt am besten? Gute Frage, die haben alle was. Also mir machen sie auf jeden Fall auch Spaß. Aber die sind halt alle im Übrigen ein bisschen verschieden. Also mit Chris und Pierce hat man so richtig den Action-Part. Mit Leon hat man und Helena hat man halt Zombies und so ein bisschen den gruseligen Abschnitt. Und bei Jake und Sherry hat man halt diesen Verfolger, diesen Nemesis-Typen hinter sich. Also mit dem sechsten Teil wollten sie wirklich alles aus Resident Evil so ein bisschen hier irgendwie einbringen. Für die meisten war das eine Fehlentscheidung, ich finde es schon eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber na gut, auf Dauer ist es halt zum Beispiel jetzt diese komischen Mistviecher, die sich regenerieren oder so, die sind nervig. Aber die Parts fand ich nerviger, wo ich das erste Mal gespielt habe. Jetzt geht's eigentlich.
kann verstehen, dass viele Resi-Veteranen natürlich enttäuscht sind von dem Teil, weil es halt wirklich kaum Horroraspekte hat und so. Aber ich muss sagen, so richtig gruselig, so wirklich richtig gruselig fand ich erst Resident Evil 7. Ja, Resident 7 ist wieder richtig zu den Wurzeln zurückgegangen. Mehr als zu den Wurzeln, die haben so richtigen Horror reingebracht. Bei einem atmosphärischen Horror. Ja. Weil Zombies an sich sind einfach nicht gruselig genug. Nee, da musste ich wieder ein kleines Kind sein. Ja. Und bei Resi 8 sind sie natürlich wieder ein bisschen zurückgerudert, haben so ein bisschen den Horror rausgenommen, außer so einen Part davon. Da haben wir natürlich wieder übelst Horror reingebracht, was ich geil fand, aber zu kurz. Ja, ich fand schade bei Resi 8, die haben eine gute Ding gehabt, also der Grundbaustein von der Atmosphäre und so. Mhm. Das Setting, da hätten die viel mehr rausmachen können. Ja, vor allem, die haben da halt vier Gegner in vier verschiedenen Gebieten sozusagen gehabt und das waren dann immer verschiedene Aspekte und das mit Dimitrescu war dann zu schnell vorbei. Nach der Puppendame, die beiden Gegner waren jetzt nicht ganz so interessant. Es war halt, man hat halt gemerkt, obwohl Heisenberg interessant ist. Resident 4 hat da einen richtig großen Einfluss. Ja. Das hat definitiv gemerkt. Hat man gemerkt, ja. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie einen neuen machen werden. Ja. Und ich bin aufs nächste Remake gespannt. Irgendein Remake wird kommen. Ja, entweder 5 oder 5 Remake. Und ich tippe mal auf Code Veronica. Ich frag mich nur, wenn sie 5 remaken, die werden das bestimmt doch dann auch wieder als Koop-Shooter bringen, oder? Oder würden sie es versuchen als Singleplayer? Weil ich glaube nicht, dass das als Remake dann als Singleplayer funktioniert. Ich weiß nicht, also entweder sie versuchen den Spagat zu schaffen. Weil das hat er eigentlich Resident Evil 5 auf ausgemacht. Oder sie machen uns Resident 5 fast komplett aus. Ja, und den Tod von Wesker, wenn dann mal so richtig deutlich zeigen. Ich fand das im Vulkan so. Man hat zwar Spritzer von Blut gesehen, wo sie Raketen in den Vulkan geschossen haben, wo Wesker drin war, aber ich habe ihn nicht zerfetzen sehen, wie sonst die Gegner. Der Wesker müsste eigentlich nur in der Lava untergehen und vom Daumen nach oben zeigen. Wurde den führenden Forschern der UN übergeben. Zusammen weil, mit Testergebnissen von 6 Monaten aus den Archiven von Neo Umbrella. Wenn ich mir diesen Usternack oder wie der hieß, anschaue, ne? Der hat Lava auch überstanden. Warum nicht auch Wesker? Ja gut, Wesker war aber in Resident Evil 5 am Ende. Da sie eine Bedrohung für die globale Sicherheit darstellen könnte. Ich weiß nicht, was er war. Er war irgendwas Tentakliges. Ja, ich bin mir sicher, die könnten ihn, wenn sie wollten, noch als irgendwie ins Spiel einbringen oder so. Ja, safe, wenn's nur irgendwie nicht möglich ist. Er ist mit dem Preis runtergegangen. Anstatt 50 Millionen will er jetzt nur noch 50 Dollar. 50 Dollar? Für den Auftrag, war doch, ja.
Jetzt hat er auch so eine Sonnenbrille wie sein Vater. Ich würde mir halt schon wünschen, dass sie die Lore für Charaktere einfach weiterschreiben würden. Vor allem, was macht Billy jetzt? Ich hab keine Ahnung. Hat man seit Zero nicht mehr gesehen. Ja, Billy kam einmal vor. Na, diese Special-Szene muss ich wieder wegdrücken. Die zeige ich erst, wenn wir mit Ada durch sind.